Hallo ihr Hexen und Zauberer da draußen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy auf der PlayStation 5. Es ist immer noch der Samstag und jetzt ist es 16.19 Uhr. Und wir haben beim letzten Mal... Oh, ich muss erstmal hier den... Na! Den Vorhang zuziehen, weil die Sonne hat sich jetzt gerade bemerkbar gemacht und hat auf meinen Monitor gescheint und ich habe kaum noch was gesehen. Wir haben uns beim letzten Mal auch schön ordentlich in Feldcroft umgeschaut, sind gerade auch noch hier. Wir werden jetzt aber mal wieder nach Hogwarts reisen, und zwar in den Raum der Wünsche. Denn da machen wir jetzt mit der Story weiter. Wir haben noch eine Quest, die heißt Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl. Ich muss mit Deke darüber sprechen, mit dem Schnappsack auf die Suche nach magischen Tierwesen zu gehen, die wir retten können. Genau, da geht's hin. Also einmal den Raum der Wünsche, teleportieren. Und ja, wir haben eine Menge herausgefunden über Isidora und... Oh, Malvenkraut nehme ich immer gerne mit. Hier können wir noch irgendwas brauen, was wir brauchen. Ich würde sagen, Mega-Power-Trank geht immer. Hier können wir auch noch einen Mega-Power-Trank brauen. Ich finde, das kann man immer mal wieder machen. Da kann man immer mal wieder herkommen und einen mitnehmen. Deke, wir sind bereit. Aber erstmal warte mal kurz. Damit wir zumindest ein paar Tränke haben. Ah, da muss ich auch mal... Ah, da muss... Deswegen muss ich Dipdarm... Horklumsaft. Okay, da muss ich auch mal wieder... Aber ich habe ja noch ein paar Materialien. Das passt. Hi, Deke. Ich bin bereit. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Deke liebt Ausflüge. Das war eine dunkle Zeit in Deeks Leben. Deke diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Ein schlimmer Wilderer. Deke hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Deke zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Ja, diese Symbole haben wir ja schon öfters gesehen, wo wir Tierwesen hätten retten können. Da. Ja. Deke liebt es, die Wesen hier zu beobachten, besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen sie nur nahe genug heran, richten sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Und das soll ich jetzt machen? Aber wieso soll ich die denn jetzt mitnehmen? Muss ich die retten? Okay, die sind... Deke will, dass ich mit dem Schnappsack einen Knuddelmuff rette. Ich muss nur nah genug herankommen, um ihn zu benutzen, bevor er wegläuft. Okay. Wo ist er denn da? Okay, dann muss ich einmal kurz den ausrüsten. Dann würde ich sagen... Ja. So. Revelio. Da hinten sind sie. Dann, ja, staubsaugen wir mal ein bisschen. Wir haben einen. Nur einen? Oder alle? Tu dir nichts. Revelio. Da war doch noch eins. Ich will sie alle retten. Wenn ich jetzt gerade eh schon hier bin. Wenn ich hier bin, will ich sie alle retten. Ja, sicherlich. So funktioniert das. Stell dich doch nicht so an. Jetzt, stell dich doch nicht so an, Junge. Komm her. Mist, das war so, ich war so dicht dran. Ich war so dicht dran. Ich pass auf dich auf. Sehr schön.
Unten rechts auf der Karte sind schon wieder Feinde. Revelio. Nee! Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Es gibt ja halt die ganze Erfahrungspunkte. Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle. Die Knuddelmus wurden erfolgreich ausgerottet. Gerettet, natürlich. Hallo, Dick. Ja. Hi. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Dick weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Dick ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Dick empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Wo finde ich einen? Dick weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Dick hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Dick wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Ich bin immer bereit. Allzeit bereit. Triff dich mit Dick beim Jobberneu-Lebensraum. Dick geht voraus, um einen Jobberneu-Lebensraum zu finden. Er will, dass ich ihn bei einem großen Baum am Rande einer Klippe im Westen treffe. Jo, machen wir. Können wir da hinreisen? Teilweise. Und den Rest machen wir dann per Besen. So geht das also mit dem Fangen. Was haben Sie jetzt vor? Ich möchte reisen. Mit dem Besen. Aber cool. Jetzt können wir auch Tierwesen retten. Und ich möchte mal gerade Mondstein mal mitnehmen. Wenn es hier gerade eh so ist, dann kann man es ja mal mitnehmen, ne? Rauf hier, zack. Passt, oder? Sind wir schon? Ja, wir sind richtig. Das ging schnell. Revelio. Hallo, Dick. Hallo, Dick. Machen wir weiter? Ja, gut. Dick hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Dick hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Jetzt heißt es doch Jobberknoll. Also ich habe jetzt gerade das extra so ausgesprochen, weil er das so gesagt hatte. Naja. Was, wenn ich ein Tierwesen nicht in seinem üblichen Lebensraum finde? Tierwesen entfernen sich selten weit von ihrem Heim. Suchen sie in der Nähe oder warten sie einfach, bis sie zurückkommen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer fassbare Tierwesen rettet? Levioso ist nicht bloß hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten. Sie erwischen damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Verwenden Sie diesen Zauber, wenn Sie auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen treffen. Okay, Levioso. Würdest du mir vielleicht davon erzählen, wie es war, für deinen früheren Herrn zu arbeiten? Dicks Herr war nicht nett zu Tierwesen oder zu Dick. Für ihn waren sie nur eine Einnahmequelle. Als Trankzutat, Arbeitstier und... Mehr will Dick nicht sagen. Aber Dick ist gerne in Hogwarts, wo er sich um Tierwesen kümmern und alles wieder gut machen kann, wozu sein Herr ihn gezwungen hat. Das ist doch schön, dass es dir jetzt wieder besser geht und du jetzt dich für das Gute einsetzen möchtest. Ja, ich versuche es mal eine Jobberknolle zu retten. Dann rette ich mal einen Jobberknoll. Viel Glück! Dick wird hier warten. Jetzt heißt es doch Jobberneul. Ich sag Jobberneul. Wenn Matsu das sagt, dann ist das so die richtige Aussprache. So, hier irgendwo soll... Levioso. Nee. Das lässt doch schön sein. Levioso. Wie sieht aus der Reichweite? Zweimal sogar. Hui, die geben aber auch mehr Erfahrung, oder? Das glaubt Professor Howe nie.
Hi. Wenn ihr so wollt, ihr könnt auch einfach freiwillig in den Sack springen. Jetzt ist alles gut. Levioso! Also es ist free experience. Die nehme ich mir natürlich mit. Sehr gut. Noch jemand? Möchte noch jemand? Vor allem sagt er dann immer nur, ich habe ein Tierwesen gerettet. Was mit den anderen? Die verspeist er später. Nee, weiß ich nicht. Der Dialog ist halt einfach nur darauf ausgerichtet, dass man nur eins fängt scheinbar. Ja, ich meine natürlich rettet. Levioso. Nee, nicht du. Aber das geht auch. Wow, das war schwieriger als das andere. Ruhig. Ich tue dir nichts. Ich tue dir nichts. Nein. Bildest du dir nur ein? So. Reicht erstmal, würde ich sagen. Vielleicht können wir auch irgendwann nochmal welche fangen, die aber dann auch noch gefährlich für uns werden können, weil sie zurückschlagen, weil sie sich bedroht fühlen. Ich habe einen Jobber neu gerettet, wie Deke es wollte. Ich sollte zu ihm zurückkehren und herausfinden, wie es weitergeht. Jo. Ich habe einen Jobber neu gerettet. Deke hofft, dass ihr Jobberknäuel den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Deke weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Deke trifft sie dort. Oh, ja, klar. Wieso hast du eine Brille an, wenn wir nicht in der Cutscene sind und wenn wir mit dir sprechen, dann hast du sie auf einmal nicht mehr auf. Und apropos Brille, wir haben ja noch eine Sonnenbrille bekommen. Am Ende der letzten Folge, die uns eigentlich stärker machen sollte. Ja, 4 Verteidigung. Oh yeah, Leute. Aber nein. Lassen wir mal lieber so. Aber es macht uns stärker oder besser in der Verteidigung. Deke hat mir von einem großen Baum mit spiralförmigen Muster davor erzählt. Dort kann ich einen Mondkalb retten. Jo. Ist auch gleich hier in der Nähe. Revelio. Gut. Aber man wird ja faul. Deswegen Besen. Geht auch schneller. Zack, das war's schon. Und Ignatia, ich muss dich erstmal aktivieren. Hallo, Deke. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Wie kamst du nach Hogwarts, nachdem du für deinen früheren Herrn gearbeitet hast? Deeks früherer Herr hatte keine Familie. Als er starb, wurden seine Hauselfen demnach vom Ministerium umverteilt. Deke hat es am besten getroffen, da Deke nach Hogwarts kam. Deeks Freunde hatten nicht so viel Glück. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Deke wartet auf ihre Rückkehr. Oh, das sah gerade echt weird aus an der Cutscene. Ja, man kann die Zeit beschleunigen. Ja, das ist toll. Wir kennen eine Methode, wie man sie beschleunigen kann. Ist hier deine Rune? Ach du Scheiße, damit will ich mich jetzt noch gar nicht beschäftigen. Das will ich jetzt noch gar nicht wissen, was es da geben könnte. Sonst bin ich wieder, ja, komme ich wieder in Verlegenheit und gehe da vielleicht hin. Aber wir wollen. Ich habe hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Wir wollen noch Mondkälber retten. Ah, die habe ich im. Die gab es ja damals im Trailer auch schon. Stell dich doch nicht so an. Levioso! Jetzt habe ich dich. Safe. Dreimal müssen wir es jetzt. Nee, zweimal. Nee, dreimal. Uah, nice, haben wir. Gibt auch nur 30 wahrscheinlich. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Lumos. Levioso. Ah.
Levioso! Also so, ich komme mir gerade echt vor wie so ein Wilderer. Also irgendwie schon so ein bisschen. Das glaubt Professor Howe nie. Lumos. Er wird es nie glauben, was wir mit den armen Mondkälbern anstellen, die gar nichts getan haben. Die werden einfach in diesen Sack reingesogen und wissen gar nicht, was los ist und sind für den Rest ihres Lebens traumatisiert. Levioso. Aber Leute, es gibt Erfahrungspunkte. Was ist? Kann doch nicht anders. Und immer 30, das ist sogar nett. Auf. So. Lumos. Wollen wir nochmal die Cutscene so komisch haben, dass er irgendwie gefühlt 3 Meter groß ist und Deke ist irgendwie 20 Zentimeter groß? Ja. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Deke schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Deke wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Ja, wir kehren sofort zurück in den Raum der Wünsche. Ich würde das jetzt gerne beenden, diese Quest. Lalalalalala. Und jetzt können wir die wahrscheinlich dort rauslassen, nehme ich an. Oder, ja, wir gucken mal. Und wir können ja noch was... Oh. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. An was genau hatten Sie gedacht? Nanu? Sie haben es geschafft! Aber was ist es? Das weiß Dieg nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Ah, okay. Und dort kann man wahrscheinlich auch dann so eine Hütte bauen, wie man das auch schon im Trailer gesehen hat. Oder in dem Gameplay-Video, was damals schon mal... Was hochgeladen wurde von den Entwicklern. So ist das also. Ich dachte immer, man kann das draußen einfach so platzieren, aber das ist auch nur etwas, was der Raum der Wünsche erschaffen hat. Aber ich würde gerne jetzt einmal hier identifizieren. Sehr gut. Wieder mal ein schönes Hütchen, was uns weiterbringt. Da bin ich immer stark für. Immer schön die Sachen nehmen, die uns verstärken. Oh, sogar um 15, das ist so gut. So laufen wir jetzt für den Rest des Spiels rum. Nö. Ja, dann würde ich sagen, rein da. Ich will die Quest, wie gesagt, abschließen. Deswegen rein da jetzt. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Nein, gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Vielleicht ein anderes Mal. Ja, ich wollte jetzt einfach nur rein. Und das hat der Raum der Wünsche erschaffen? Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Deke? Es sieht aus wie eine Heimat für Ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Tippe auf R1, um das Tierwesen-Handbuch-Handhabungsmenü zu öffnen. Wähle ein Tierwesen aus dem Inventar aus, um es hinzuzufügen. Tierwesen können im Hochland gerettet werden. Ja, ich habe einige hier.
Ha. Dick glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Dick auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Dick ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Okay, sammle einen Jobber, eine Jobbernknollfeder. Ich kann auch nicht sagen, doch. Dick glaubt, dass sie nicht wissen, dass Dick hier ist. Warum sollte ich das nicht? Naja. Tierwesen hege. Füttere und bürste dieses Tierwesen und es wird magische Materialien freisetzen, die in die Ausrüstung eingewebt werden können. Knuddelmuffs sind runde und flauschige Tierwesen, weich genug zum Kuscheln, aber auch robust genug, um herumgeschleudert zu werden. Knuddelmuffs fressen fast alles, aber am liebsten sind ihnen Kobolde. What? Sie sind häufige Haustiere in Zaubererfamilien, weil sie leicht zu pflegen sind. Okay. Ja, ich habe ja hier noch... Ich kann ja hier das auswählen. Und Futter. Knuddelmuff? Wo bist du? Revelio. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Wo ist er denn? Ist er weg? Dann bist du halt zuerst dran. So, erstmal ein bisschen bürsten. Und dann gibt es noch mal ein bisschen Futter. Bitteschön. Und jetzt gibst du mir Fell. Aber das ist doch nicht der Raum der Wünsche hier, oder? Ich meine, das ist eine ganz neue Welt. Ich kann doch nicht hier... Da ist der Knuddelmuff. Ey, du bist aber ganz schön weit gekommen, mein Freund. Das ist aber auch riesig hier. Gibt es hier auch noch irgendwas zu erkunden? Das ist doch jetzt hier... Wo sind wir jetzt? Sind wir echt nur... Ich kann das gar nicht glauben. Wir sind einfach nur im Raum der Wünsche. Das ist alles nur durch seine Fantasie entstanden hier. Aber dann kann man das ja theoretisch so groß werden lassen, wie man möchte, oder nicht? Warum leben wir dann überhaupt noch in der Realität, wenn wir einfach nur hier leben können? In diesem Raum der Wünsche. Wo es keine Probleme der Welt gibt. So, jetzt bist du dran. Und auf einmal lieben sie uns, ne? Auf einmal fliegt er nicht mehr weg, weil er jetzt hier von uns gefangen wurde. Füttere und bürste dieses Tierwesen und es wird magische Materialien freisetzen. Ein Jobberknoll ist ein kleiner, blau gesprenkelter Vogel, der erst im Moment seines Todes Laute von sich gibt. Hallo, hallo! Wait! Gibst du mir jetzt Federn? Oder eine? Muss nur eine sein. Noch nicht. Er hat Hunger. Jetzt kann ich eine Feder. Und das geht nur alle 25 Minuten. Okay. Ja, wir sind fertig, Dick. Ich habe die magischen Materialien erhalten. Ich sollte mit Dick reden und in Erfahrung bringen, was ich mit ihnen machen kann. Ich habe magische Materialien gesammelt, Dick.
Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deke glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Ei, ei, Captain. Aber das können wir nicht hier machen, scheinbar. Rebellion. Ja, macht's gut. Das ist cool. Das ist echt cool. So, es geht zurück. Beschwöre einen verzauberten Webstuhl. Gut, machen wir. Das ging ja hier. Nicht Änderungszauber. Der Beschwörungszauber. Nutzen. Teppiche. An ein verzauberter Webstuhl. Ein verzauberter Webstuhl, der Kleidung mit magischen Eigenschaften versehen kann. Da passt er doch ganz gut hin. Würde ich sagen. Nee? Da kommst du hin. Passt. Ausrüstung hat automatisch einen Hauptwert der Offensive oder... Also der Offensive oder Defensive. Magische Materialien können genutzt werden, um mit dem Webstuhl einen zweiten Wert hinzuzufügen oder zu verbessern oder deine Ausrüstung Eigenschaften zuzuweisen. Mehrere kleine Verbesserungen können deine Kampfkraft beachtlich verstärken. Neue Tierwesen können im Bauen gefunden oder in Aufträgen freigeschaltet werden. Neue Eigenschaftsrezepte können in Banditenlagern gesammelt werden. Okay. Stehe. Und jetzt... Woran sehe ich denn, was ich gerade trage? Den trage ich auf jeden Fall gerade. Ah, okay. Das sind die Sachen, die ich gesammelt habe schon im Laufe der Zeit. Das sind noch welche, die ich noch entdecken kann. Erhöhter Schaden mit Defindo. Ja, Bombarde habe ich ja noch nicht. Reduzierter Schaden durch Kobolde. Aber ich weiß ja immer nicht, wie lange ich die Sachen noch trage. Das ist immer die Sache, keine Ahnung. Ja, okay, ich muss aber jetzt gerade was machen. Dann würde ich sagen... Defindo. Ja, würde ich sagen, hier. Das Weben geht weiter. Eine Trophäe. Verbessere ein Kleidungsstück. Wie verbessern kann ich noch... Deke ist kein Professor für Kräuterkunde, aber einige Pflanzen sind erntebereit. Oh ja, und es gibt Talentpunkte. Und wir sind Level 24. Es ist so schön, um wahr zu sein. So. Okay, jetzt sagen wir ihm nochmal... Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das sollte ich Deke zeigen. Ja, das machen wir jetzt eben mal nochmal. Ich habe den Webstuhl benutzt, Deke. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Deke Ihnen, sich Ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die Sie schon gerettet haben. Kann ich mit dem Webstuhl jedes Kleidungsstück verbessern? Der Webstuhl verbessert nur Kleidung einer bestimmten Qualität. Deke nimmt an, dass Sie unterwegs noch wertvollere Kleidung finden. Deke weiß auch, dass Sie in den Läden von Hogsmeade verschiedene Kleidungsstücke bekommen, die Sie verbessern können. Danke für deine Hilfe, Deke. Sehr schön, das war der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl. Gut, da können wir eben nochmal hier ein paar Tränke brauen.
Und... ja. Astronomie haben wir als nächstes, wenn wir es machen wollen. Aber ich würde erstmal Galex Aufgabe beim nächsten Mal machen. Ein Freund der Taten. Das sind alles Quests, die können wir uns beim nächsten Mal anschauen. Oh, oh, oh. Okay. Nati, hallo? Von Schloss Falbart. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Nati. Wir haben so lange nichts mehr von dir gehört. Das kam jetzt ziemlich überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen bin ich auch einfach, ja. Gut. Guck mal, jetzt sind wir bei 31% schon. Wir waren letztens noch bei 27%. Jetzt sind wir auf einen Schlag bei 31%, weil wir Tierwesen gerettet haben. Ihr seht schon, wie schnell das jetzt mittlerweile gehen kann. Das habe ich ja auch schon gesagt. Dass gewisse Dinge im Spiel schneller Prozente geben als andere. Rette Tierwesen. Alte Magie. 17% haben wir jetzt hier. Okay. Ja, interessant. Das ist echt geil. Ich wollte nochmal auf die Trophäe jetzt mal gucken. Genau, ich wollte mir die Trophäe jetzt mal angucken. Das Leben geht weiter. Wir haben noch nicht viele Trophäen. Das ist gerade mal die 9. Aber ich habe ja schon mal gesagt. Oh, hier ist auch so geil, dass hier die Prozente stehen der Trophäen. Dass man sieht, wie viel Prozent hat man davon jetzt schon erfüllt. Verbessere einen Ausrüstungsgegenstand. Braue jede Art von Zaubertrank. Das ist auch etwas, was wir irgendwann haben werden. Es geht halt. Milchshake. Um eine Kuh oder mehrere umzuwerfen. Das ist auch noch eine Aufgabe. 8% der Merlins Prüfung. Erfüllt bisher. Hat schon. Lerne alle Zaubersprüche. Das werden wir auch demnächst erreicht haben. Okay. Ja, ich bin schon wieder ein bisschen drüber, aber ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Und dann werde ich auch mal wieder ein paar Talentpunkte ausgeben. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal.